einer sehr angenehmen Fahrt. Das Abteil hatten wir für uns alleine. Sind wir jetzt gleich in Frankfurt am Hauptbahnhof, wollen wir jetzt aussteigen. Der Hauptbahnhof sind wir nur zwei Stationen gefahren zum Senckenberg-Museum. Das größte Naturkundemuseum, was wir jetzt besuchen werden. Es war ja Regen angesagt, darum wollten wir auch das Museum besuchen. Aber jetzt ist strahlender Sonnenschein. Jetzt sind wir doch sehr froh, dass das Wetter so schön ist. Wir sehen gerade das Schild, das Museum schließt heute um 13 Uhr. Und es ist jetzt 13 Uhr. Na toll. Das ist der Schädel mit den niedlichen Zähnchen eines Tyrannosaurier-Rex. Vorbei an der Goethe-Universität fahren wir jetzt wieder mit der U-Bahn zurück und fahren bis zum Römerberg. Ja, finde ich stark. Aber es gibt doch einen Fahrstuhl. Frankfurt am Römerberg. Gefällt uns unheimlich gut, die Altstadt. Wollten wir eine Schifffahrt machen, aber auch die findet heute nicht statt. Also irgendwie Karneval ist nicht so doll, um Frankfurt zu besichtigen, glaube ich. Jetzt wissen wir nicht, wohin mit unserem Gepäck. Der Paulsplatz hier. Dort ist die alte Nikolaikirche. Wunderschöne Fachwerkhäuser. Da ist der Dom im Hintergrund. Das ist das Haus zum Römer. Reklame für Currywurst. Man könnte meinen, die Currywurst kommt aus Frankfurt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich das so glauben. Heute Fasching ist, holen wir uns dann auch einen Pfannkuchen. Unsere Stadtrundfahrt geht los an der Paulskirche. Die Paulskirche wurde 1933 das erste Parlament gebildet. Hier sehen wir den Commerzbank Tower, einer der größten Geschäftshäuser. Fahren wir durch den Bezirkswestend und der ist genau wie in Berlin auch hier einer der teuersten Bezirke Frankfurts. Hier befindet sich der Palmgarten, ein großer botanischer Garten. Da ist der Frankfurter Tower. Hier ist die Bochumer Warte. Jetzt kommen wir wieder am Museum vorbei. Leider geschlossen heute. Hier ist die Messe Frankfurt. Bis zu 13.500 Besucher haben Platz. Innerhalb einer Woche wird zum Beispiel die IAA innerhalb von einer Woche besucht. Jetzt kommen wir am Frankfurter Hauptbahnhof vorbei. Jetzt kommen wir an den Main. Das ist der Westhafen, den wir jetzt sehen. Das Bürohochhaus ist der Westhafen Tower. Und das sind alles Wohnhäuser mit eigenen Bootsanlegern. Und hier kann man schön spazieren gehen und Radfahren. Ja, sieht sehr schön aus. Das ist das Museum Giersch. Hier ist wieder ein Museum neben dem anderen. Das ist Liebighaus. Das Deutsche Kulturmuseum, das Deutsche Filmmuseum, Technikermuseum, ein Museum neben dem anderen. Hat man hier alle zusammengefasst.
Weltkulturenmuseum. Der Eiserne Steg. 170 Meter lange Fußgängerbrücke. Die verbindet die Altstadt mit dem Stadtteil Sachsenhausen. Da ist der Dom. Jetzt kommen wir zum Stadtteil Alt-Sachsenhausen. Das ist das einzige Viertel, was weitgehend unzerstört blieb im Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Hier wird der Apple Wire viel verkauft. Das sieht schön aus. Es gibt über 200 verschiedene Banken hier in Frankfurt. Und da ist wieder die Paulskirche. Hier, wie heißt es hier? Eine Frittenbude. Da teilen wir uns jetzt eine Flasche Appleboy und essen eine Currywurst. Frittenwerk heißt es hier und essen Currywurst und Hackfleischbällchen mit Fritten. Einmal Fritten mit Knoblauch und einmal Fritten ohne. Und trinken einen Appleboy, der mir gar nicht. Hotel eingeschickt und stehen jetzt vor dem Main Tower, wo wir auch rauf wollen. Und dort gegenüber sehen wir die alte Oper. Europas höchstes Fitnessstudio. Im 53. und 54. Stockwerk. Wir haben die Frankfurter Tower und haben eine Traumaussicht von hier. Hinter der Oper ist die Frankfurter Welle zu sehen. Diese Zwillingstürme sind von der Deutschen Bank, das Deutsche Bankhochhaus. Hinter dem UBS-Gebäude der Operturm. Na schön, aus der Regen hat jetzt aufgehört, die Sonne geht unter. Hier sehen wir nochmal auf die deutschen Banktürme. Gerade zu der Messeturm. Vorne Castor und Pollux, das Europaviertel, Tower 85, da vorne der Westtower, im Hintergrund der Hauptbahnhof. Ja, aber guck dir nochmal an, wie krass das jetzt nochmal aussieht. Es ist einfach nur spektakulär. Da hinten der Westhafen Tower und die Commerzbank. Natürlich der Main. Da ganz hinten ist der Flughafen zu sehen, wo wir morgen dann abfliegen werden. Kolbensteg. Da sind die ganzen Museen, wo wir heute früh schon lang gefahren sind. Dort die alte Brücke. Ganz wolkig und ganz düster. Der Himmel sieht ja stark aus. Das ist echt. Da regnet und hier scheint die Sonne. Das sieht ja stark aus. Ein Wahnsinn. Da Sonnenuntergang. Und jetzt schwenken wir ganz langsam rum und sehen den Regen. Dichte Wolke, alles zu. Wahnsinn. Dort unten ist der Eiserne Steg, wo wir eigentlich auch noch rübergehen wollten. Das Rathaus, die alte Brücke, Main Plaza, der Dom, die EZB. Da kommt der Zoo, das flache Gebäude ist die Deutsche Bank. Das ist der Eiserne Steg, den überqueren wir jetzt. Und zwar müssten die Leute hier, wenn sie hier rüber wollten, früher einen Kreuzer zahlen, um die Brücke zu finanzieren. Und die wurde sehr, sehr schnell finanziert, was man vorher nicht geglaubt hat, weil alle immer darüber gelaufen sind und brav ihren Kreuzer gezahlt. Leopoldkirche. Und da fliegt ein Flugzeug zum Frankfurter Flughafen. Der Eiserne Steg. Da gehen wir jetzt rauf. Und der Main. Und da ist der Dom, der aber im Winter auch gesperrt ist. Aber wir gehen da noch hin nachher. Der Himmel sieht wahnsinnig aus. Alles voll mit Schlössern.
Hier haben sich wohl viele ihre ewige Liebe geschworen. Wie viele Schlüssel da meinen liegen müssen. Hier sind wir wieder am Römerplatz, den ich ja so besonders schön finde, jetzt am Abend. Und dahinter liegt dann der Dom. Von Frankfurt-Rödelheim geht es zum Hauptbahnhof. Eine erholsame Nacht im Hotel Aurelia, was sehr schön war. Gehen wir jetzt los mit unserem Gepäck Richtung Bahn und fahren dann mit der Bahn zum Flughafen.